Kaffee in meinem Weizenglas, bist du besoffen? In meinem Weizenglas ist Bananenweizen. Ich bin nicht traurig, ich bin einfach nur müde. Ich hab, ich habe eine 4,5-Stunden-Session von Assassin's Creed hinter mir. Ungefähr. Habe jetzt gerade noch ein bisschen Gronkh geguckt. Und ich bin einfach mega müde. Ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen. Habe ich gesagt, ich bin um 6 oder was ins Bett. Und um 10 bin ich schon wieder aufgestanden. Also. Habe ich früh im Stream ja schon gesagt. Feierabend. Wenn ich Feierabend hätte, würde ich nicht streamen. Nee. Ich freue mich schon, wenn ich Feierabend habe, dann trinke ich einen Baileys und meinen Weizen gar aus. Und vielleicht trinke ich noch einen Met. Ich habe mir ja vor, ich habe ja heute früh ein paar Sachen aufgeschrieben. Hilfe. Ich habe heute früher ein paar Sachen aufgeschrieben und da war unter anderem ein Weizen dabei. Und ich habe vorhin ein Video geschnitten. Da bin ich auch noch nicht fertig, das muss ich heute noch fertig machen. Metal, servus Leute. Das war die Begrüßung, die ich vor Jahren bei meinem allerersten offiziellen für euch bekannten Video gemacht habe. Genau. Das ist mein Jubiläumsvideo, an dem ich gearbeitet habe. Und als kleine Anteaserung, ich habe euch ja gesagt, ich habe an einem neuen Song gearbeitet. Ich habe jetzt anscheinend versehentlich alle Videos gehört. Das ist natürlich doof. So. Ist halt dumm, weil es ist halt wieder so, es ist halt wieder so, wie heißt, es ist halt wieder so irgendwie viel Autotune drinnen, weil ich so scheiße singen kann, ist halt mal wieder so, mehr schlecht als recht, sind nicht ganz zufrieden damit. Aber was will ich machen? Ich bin halt kein guter Sänger. Und so können die anderen halt auch nicht viel mehr daraus rausholen, als ich rausgeben kann. Obwohl es schon ein bisschen besser ist als die ersten Versuche. Die ersten Versuche waren ja eine Katastrophe. Freue mich schon auf das Jubiläumsvideo. Es kommt am 11., also am Sonntag. Ich habe vor, ich will es heute noch fertig machen und hochladen. Dann will ich es heute Abend noch ein paar Leuten zeigen, beziehungsweise morgen dann noch ein paar Leuten zeigen und checken lassen. Und wenn es dann so passt, dann werde ich es so veröffentlichen. Wenn nicht, dann werde ich noch ein paar letzte Kleinigkeiten morgen machen. Und am Montag will ich dann die Videos gar veröffentlichen. Naja, am Sonntag will ich das dann veröffentlichen, das Video. Pure Leidenschaft, wenn du singst. Ja, das ist halt wie gesagt Autotune, ne? Perfekt, voll nach Plan. Im Moment läuft's gut, ja. Der Song war ursprünglich, sage ich aber im Video auch noch. Der Song war ursprünglich nicht für dieses, für das Jubiläumsvideo gedacht. Aber weil wir alle nicht ganz zufrieden damit waren an dem Song, habe ich gedacht oder haben wir gedacht, dass ich es halt da rein mache und wir das halt quasi so zusätzlich machen. Ob wir das anbieten. Ich habe es einfach mal gesagt, wir bieten es einfach mal an, falls es jemand möchte. Aber eigentlich ist es uns nicht ganz so recht, weil es eben, wie gesagt, nicht ganz so geil ist. Aber wir bieten es auf jeden Fall nochmal an. Weiß nicht, ich hoffe, dass es bis Sonntag alles hinhaut. Mit den Links in der Beschreibung zu den Videos, dann, zu den Songs, zu dem Song dann. Aber, also von dem Video dann.
aber ich weiß es noch nicht. Da ist mir gerade noch was eingefallen, was für das Video gut gepasst hätte. Wartet mal kurz. Ich pack da mal eben noch was mit rein. Das ist eine gute Idee. Das mache ich gleich mal. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen unprofessionell wirke im Stream. Aber das passt gut für mein Video und das will ich da noch mit reinmachen. Unglaublich. Ich kann das Video gestimmt hier bearbeitet, das war ich noch in Nürnberg heute. Boah, kurz. Mahlzeit Rainer, erstmal Bier auf und euch alle. Was? Mahlzeit Rainer, erstmal Bier auf euch alle. Hä? Das ist kein geiler, also ein geiler Satz, aber gibt irgendwie keinen Sinn. Ich mach mir lieber die Kippe an. Dankeschön für die 100 Barren und deine Unterstützung. Jägermeister. Was? Jägermeister? Hat da jemand Bier gesagt? Ach Mann, ey, seid halt gemein. Ich kann kein Bier trinken. Ich darf kein Bier trinken im Stream, ärgerlicherweise. Seid halt gemein zu mir. Uhu, Rainer, hier ist deine Schoko Keksrolle. Ah, servus. Mal überlegen, was du damit meinst immer. Anaconda, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Willkommen. Ich mag keinen Jägermeister. Weil ich gerade erzählt, dass du gefragt hast, ich mag keinen Jägermeister, nein. Bacardi. Eigentlich will ich das Gespräch sich auf Alkohol auslegen. Was ich gerne trinke, ist Bacardi. Weizen, Met, das muss ich schon überlegen, Jackie mag ich ganz gerne, gelegentlich mal, und was ich auch noch gerne trinke, ist Baileys. Und Malibu, genau, und Malibu. Ich hatte mir auch einen sehr gut selber gemachten, wie hat es geheißen? Ich hatte noch mal was sehr Gutes selber gemacht, das von irgendwas anderem, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Aber das war richtig geil. Raphael, danke schön fürs Abonnieren, willkommen bei den Drachis.
Servus, Servus Gaudi. Barkaxi. Was? Do you speak German? Hast du vor allem auf Englisch fragen, ob man Deutsch spricht? Hast du schon mal Met selbst gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Würde, glaube ich, auch gegen das Gesetz verstoßen. Schwarzbrenner nennt man das. Gekauften oder selbstgemachten Baileys. Selbstgemachten Baileys? Wie macht man bitte das Baileys selber? Ray, was ist mit Baileys Kakao? Oh, hör auf. Hör bloß auf. Ich hatte mir zu Halloween den Baileys Kakao gekauft. Oh, hör bloß auf. Der schmeckt so widerlich. Ich weiß schon, warum ich keinen Kakao mag. Also ich mag ja... das, was ich übrigens nicht mag, ist nicht der Kakao, sondern was ich nicht mag, ist die Schokolade. Also was ich nicht mag, ist... ich habe falsch angefangen. Was ich nicht mag, ist nicht die Schokolade. Was ich nicht mag, ist der Kakao in der Schokolade. Das ist, was mich so stört. Weil weiße Schokolade esse ich ja gerne. Das ist ja auch Schokolade. Es ist nur kein Kakao drinnen. Und das ist das, was ich nicht mag. Da fällt mir gerade ein, jetzt wo es gerade um Kakao und Schokolade und so ein Zeug geht. Irgendein Wahnsinniger da draußen hat mir eine riesige Kiste mit Schokolade geschenkt. Zugegeben, alles die Schokolade, die ich gerne esse, also weiße Schokolade und so ein Zeug. Aber um Gottes Willen, bitte übertreibt doch nicht so. Ohne Scheiß, es war eine Kiste, die war so hoch und die hatte ungefähr diese Größe, so eine DIN A4 Größe ungefähr, DIN A4 Blatt. Und hatte ungefähr so eine Größe von, was sind das, 20 cm hoch, vielleicht 30 cm hoch. Ey Quatsch, 30 cm ist ja so. Also so 10, 15 cm hoch. Ey, leck mich am Eimer, was waren. Da waren Doppelkekse drin, es waren Bonbons drinnen, es war Unmassen an Schokolade. Alter Falter, ey, das steht drüben in der Küche, weil hier drinnen ist es zu warm für die Schokolade. Steht drüben in der Küche. Alter Falter, ey. Die Kippen riechen doch ekelhaft. Was? Meine Kippen riechen fabelhaft. Hast du dich wohl verschrieben? Nein, tatsächlich stört mich das nicht. Ich sage euch auch ganz genau, warum mich das nicht stört. Jetzt im Winter wird es ein bisschen problematischer wieder. Aber im Normalfall ist bei mir 24/7 sind bei mir normalerweise die Fenster auf, vorausgesetzt ich bin zu Hause. Das heißt, ich merke das im Haus eigentlich nur, während ich rauche. Ach, meine Fresse. Könnt ihr mal aufhören, darauf rumzuhacken, ob ich rauche oder paffe? Ich kann auch normal auf Lunge rauchen und mache das auch gelegentlich. Ich paffe überwiegend, ja, und weiter. Deswegen rauche ich genauso wie du auch. Und wenn du meinst, es hat für dich keinerlei... wenn du meinst, es hat auf dich keinerlei Auswirkungen oder sonst was, wenn du paffst, dann ist es nicht mein Problem. Okay, wenn du mich beleidigst, fliegst du raus, Anaconda. Eigentlich schade, du kommst rein und beleidigst direkt, das muss nicht sein. Ich bin vor 8,5 Jahren komplett auf E-Zigaretten umgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Schokorolle, dankeschön. Seitdem duftet es... in der Wohnung vor nur nach Schokolade, Waldmeister, Popcorn. Bäh. Könnte ich mir was Besseres vorstellen?
Also, um mal ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt den ganzen Abend über rauche und am nächsten Tag, und ich stehe dann auf und alles und mache mein Zeug und alles, dann am nächsten Tag, es riecht hier nach Zigarettenrauch, mir macht das nichts aus, im Gegenteil, ich mag das. Das mag ich wirklich. Ich rauche auch nicht, weil ich irgendwie einen Kick dadurch kriege oder sonst nicht einen Scheißdreck, sondern ich rauche, weil ich den Geschmack mag. Das mag für viele komisch klingen, haben mir auch schon viele gesagt, das ist doch voll ekelhaft, keiner raucht wegen dem Geschmack. Ich sag, doch, ich. Man akzeptiert ja endlich, dass ich anders bin. Und ich bin glücklich dabei. Was ich heute wieder in einem Video gesehen habe von Ewigkeiten, weil ich immer noch nach einem beschissenen Aussage von mir suche, hat jemand ein Video gemacht, wo eine Aussage von mir genommen hat und gezeigt hat, ich bleibe so, was ich immer gesagt habe, obwohl es auf einem Shirt steht, ich bleibe so, wie ich bin, schon allein, weil das andere stört. Nee, Quatsch, das war mein Shirt. Genau, ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid. So, raucht deine Freundin auch? Das geht euch nichts an. Jetzt erstmal ein Bier. Hatten wir schon. Sehr epische Musik gerade. Wie üblich. Asperger, dankeschön. Auch wenn ich deinen Namen nicht ganz so gut finde. Nein, so aus wie Bonk habe ich nie geraucht. Dankeschön, Hall. Generell, abgesehen von Alkohol, Nikotin und Koffein, habe ich keine Drogen genommen. Abgesehen von Tabletten oder Medizin, die ich halt genommen habe, wenn ich krank war. Hast nichts verpasst. Das denke ich mir. Ich kann mit diesem Zeug eh nichts anfangen. Die meisten, die so einen Scheiß nehmen, die nehmen das, um aus der Realität zu fliehen, weil ihnen die Realität zu hart ist. Ich sehe es nicht ein. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Auch wenn ihr tausendmal drüber lustig macht, ich sag's immer noch. So. Wobei, Acid war schon geil. Was ist Acid schon wieder? So, magst du Menthol kippen? Nein, mag ich nicht. Was ich mal eine Zeit lang geraucht habe, das waren von ach komm, wie heißt der Scheiß? Was ich mal eine Zeit lang geraucht habe, war von West, die Eis. West Eis habe ich mal eine Zeit lang geraucht. Das ist aber schon 20 Jahre her oder so. Und ich meine es ernst mit 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, gibt es die West Eis eigentlich überhaupt noch? Davidoff war immer so eine komische Marke. Wenn man mal gedacht, haben wir in der Schule haben wir gesagt, Davidoff rauchen nur die Doofen. Ich weiß gar nicht, die gibt es glaube ich auch nicht mehr. Ja, ich habe schon Menthol habe ich schon mal geraucht, ne? Aber halt nicht aktiv. Was ich als geraucht betrachte, ist so richtig geraucht. Das, was ich da mit West Ice gemacht habe oder auch mal mit Menthol, Marlboro Menthol oder so. Ich habe mal eine Schachtel gehabt, die habe ich mal geraucht. Das war's. Das gilt auch für die West Ice. Habe ich glaube ich dreimal in meinem Leben eine Schachtel geraucht. Das war's. Und Menthol oder sowas an sich nur die West Ice. Und auch nur das eine und auch nur diese zwei, drei Schachteln, die ich in meinem Leben geraucht habe. Das war aber mit 9, 10, 11 rum.
Also schon einige Jahre her. Hast du eigentlich Oper, die du besonders im Herzen trägst? Meinst du, ob ich eine bestimmte Oper im Herzen trage? Ich kenne von Oper nur vom Turm der Oper und ein paar wenigen andere Sachen. So ein paar Musicals sind aber wieder keine Opern. Ich habe mich mit Opern nie auseinandergesetzt. Ich habe kein Problem mit denen. Ich hätte auch kein Problem, mal in eine Oper zu gehen. Oder auch in ein Musical. Aber ich habe mir noch nie eins angeschaut. Wobei, das stimmt nicht ganz. Musicals habe ich, glaube ich, 2 Stück mit der Schule mal angeschaut. Also in verschiedenen Jahren war das. Das waren in 2 verschiedenen Jahrgängen. So, es gibt jetzt neu von Pall Mall Ice Black Saugeil. Okay. Wie gesagt, ich bin kein Fan von den Menthol-Sachen. Mal ganz dumme Frage. Warum schüttet man sich nicht Bier in den in die Kaffeetasse da hinten? Weil ich so eine Scheiße nicht mache. Meine Kaffeetasse ist mir heilig. Das ist eine Kaffeetasse. Und deswegen bleibt das auch eine Kaffeetasse. So, Rabatz, dankeschön. Kann an niemand nachweisen. Ja, außer du hockst. Wenn so jemand da hockst, dann war's mal. Würde wahrscheinlich pure Wodka reinkippen, wenn ich Rainer wäre. Würdest du nicht, weil wenn du Rainer wärst, würdest du Wodka nicht mögen. Ich mag nämlich keinen Wodka. Nein, so einen Schwachsinn mache ich nicht. Es gibt auf Junau die Regel, dass man nicht raucht auf Junau. Dass man nicht raucht. Es gibt auf Junau, dass man nicht Alkohol trinken darf und deswegen mache ich es auch so. Punkt. Das war so ein geiler Song, ey. Riders on the Storm. Hat die Kaffeetasse einen Namen? Ja. Kaffeetasse von Rainer. Nicht klauen. Irgendwo habe ich noch eine Tasse mit einer Katze drauf. Da steht irgendwas mit nicht klauen drauf, glaube ich. Was machst du heute noch so Schönes? Was ich noch Schönes mache? Ich mache heute nicht mehr viel. Michael, der coole Kater, ist ja auch wieder da. Servus. Level 72 hast du schon, oder hast du... Nee, doch, ist dein Level, ne? Krass, ey, leck mich doch einmal, heftig. Gibt's dich auch noch? Bist du immer noch Abonnent? Heftige Scheiße. Bist du jetzt auch schon seit fast 1,5 Jahren dabei, oder? Rainer, hol dir doch mal eine Katze. Die streamen dann mit dir und hat in deinem Umgebung so schön viel zu erkunden. Was soll die bei mir bitte erkunden haben? Wenn ich mir eine Katze zulege, ich hatte überlegt, mir eine Katze zuzulegen. Was ist passiert?
Ich hatte so eine kleine Katze, die hier war, die habe ich immer gefüttert. Das war so eine wildlaufende Katze hier. Die habe ich immer gefüttert. Und was ist passiert? Impertinentius war hier, der Nicht-Übermensch, und hat die Katze geklaut. Ey, der sollte mir nie wieder über den Weg laufen. Ich prügel den die Scheiße aus dem Leib. Noch dazu war es eine ziemlich kleine Katze, die hat bestimmt noch ihre Mama gehabt. Die war vielleicht. Weiß nicht, wobei, vielleicht war die Dürfelschaus da aus dem Alter raus gewesen sein. Aber trotzdem, nein, ich hol mir keine Tiere mehr, die hier irgendwo. Wenn ich mir eine Katze zulege, dann nur im Haus. Echt jetzt unfassbar. Ich finde das ehrlich gesagt nicht lustig, Mandy, wenn ich ehrlich bin. Dieses Lied lief immer, wenn man in Need for Speed Underground 2 im Tuning Shop stand. Richtig. Ride a Thunderstorm. Verdammt. So, Rabatz, dankeschön. Alter, Rabatz haut raus, dankeschön. Er hat eine Katze geklaut. Er hat nicht meine Katze geklaut, aber die Katze, wo ich überlegt hatte, ob ich die vielleicht zu meiner Katze mache. Das war eine wildlaufende Katze, die hier gelebt hat. Eine ganz kleine noch. Die war, ich weiß nicht, vielleicht ein Vierteljahr alt oder so. Und die sind tatsächlich hergegangen und haben diese Katze mitgenommen und geklaut. Das ist unfassbar asozial. Also ganz ehrlich, die Keratten echt links und rechts hochgestellt. Bis nochmal aufgestellt. So. Melody. Und nein, ist nicht lustig, aber also total bekloppt. Darauf kommt man, kommt ein normaler Mensch. Was? Darauf kommt kein normaler Mensch mit der Katze. Das ist richtig. Ey, die Kerl hatten alle in der Reihe aufgestellt und 5-6 Mal so durchgerannt, bis mal alle zum Vernunft kommen, ey. Ohne Scheiß. Anders begreifen die das noch nicht einmal mehr. Andererseits, wenn ich mir eben so anschaue, da steht hinterher noch drauf. Ah. Nicht unbedingt mein Fall. So. Sorry, aber wie kann ein Mensch sein, um eine Katze zu klauen? Tja. Mir wäre aber recht, wenn wir das Thema wieder wechseln. Was ist denn Team Dogo? Ich kenne nur Togo, das wird mit T geschrieben. Und Togo ist definitiv kein Hund. Und wenn du schon Dog, also auf Englisch Hund schreiben willst, dann schreibst bitte richtig. Und dann schreib nicht Team Katze, sondern Team Cat. Also C-A-T oder C-A-D? C-A-D, glaube ich, ne? Ne, CRT, Entschuldigung. Rainer, kannst du Flatbuch Zombies New World Order dran machen? Was willst du von mir? Was ist denn dein Fall? Wie, was ist mein Fall? Wenn jemand meine Katze klauen würde, raucht zum Karton. Leute, wechselt bitte das Thema. Warst du schon mal in Movie World, in Bottrop oder so? Der Freizeitpark? Nee. Ich interessiere mich nicht für Freizeitparks. Aus dem Alter bin ich raus. Das Lied von Flatbush, Zombies, New World. Ich spiele heute keine anderen Lieder. Dein Fall von Männern oder Frauen? Hä? Wie mein Fall mit Männern oder Frauen? Melody, ich verstehe nicht, auf was du hinaus willst. Ob ich Männer oder Frauen anziehender finde, oder was meinst du? Die Antwort wisst ihr doch eigentlich. Was soll denn dieser Schwachsinn schon wieder?
Das ist der Grund, warum ich sie gespielt habe. Ich hatte Lust drauf, TV-Mob. Das sind ausschließlich solche Lieder. Ja, Sarah, funktioniert. Was ist denn dein Fall von Männern oder Frauen? Also charakterlich oder äußerlich? Da du meinst, der Katzendieb ist nicht dein Fall von Mann. Was? Ich sagte das... Vergiss es. Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ist egal. Oder vielleicht habe ich schon wieder mit dem Gedanken, war schon mit dem Gedanken wieder weiter und habe irgendwas noch dazu gesagt. War aber schon wieder gedanklich wo ganz anders. Hallo Drache, ich muss dir mal danken, auch wenn die Hater echt mies zu dir sind, bist du trotzdem lieb zu uns Drachis. Ich versuch's. Wie lief die Aufnahmesession? Ja, es ging. Ich bin ziemlich viel rumgerannt, habe ziemlich viel Zeug eingesammelt. Eine Ortschaft fast abgeschlossen. Auch Nebenquests technisch und so. Rabatz, danke schön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis und vielen Dank für deine Unterstützung. Ich treffe mich nicht mit meinen Zuschauern. Das solltet ihr langsam mal wissen, nach ungefähr 200 Jahren. Außerdem wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich mich mit meinen Zuschauern treffen wollen würde. Ich bin schon Zuschauern begegnet, ja. Oder auch Fans. Aber nicht, aber ich habe mich mit denen nicht aktiv getroffen oder so. Ich bin halt rumgelaufen irgendwo und da sind sie mir halt zufällig entgegengekommen. Oder habe ich an mich zufällig getroffen oder so. Sorry, ich bin neu unter deinen Fans. Das hat doch mit meinen Fans zu tun, das weiß jeder eigentlich. Das sage ich jeden Tag in 1000 Streams. Du wirst ja wohl kaum hier reingekommen sein und direkt abonniert haben, ohne mich zu kennen. Ich sag das fast jeden dritten Stream. Würdest du auch mal ein Fantreffen machen? Nicht in den nächsten 10 Jahren. Auch das habe ich schon 100 Mal gesagt. Ich hoffe, du gibst an Adresse nochmal in... Was? Du gibst den Adlasson nochmal eine Chance. Willst du mich verarschen, Alter? Ich gebe einem Menschen wie dem Typen keine Chance mehr. Der hat seine Chance unwiderruflich damit verkackt, dass er bei mir vor der Haustür stand. Das habe ich euch auch schon 100 Mal gesagt. Wenn ihr bei mir vor der Haustür steht, habt ihr es bei mir ein für alle Mal für immer verkackt. Privatleben heißt so, weil es privat ist. Ob Person des öffentlichen Lebens oder nicht. Jeder Mensch auf dieser Welt hat ein Recht auf Privatleben. Ob das jetzt Tom Hanks ist oder der Penner, der 2 Straßen weiter ist. Es ist völlig scheißegal. Entschuldigung, der Obdachlose. Wir wollen es ja politisch korrekt ausdrücken. Hallo Rainer, schön endlich bei den Drachis zu sein. Freut mich, dass du da bist. Wenn du dir aussuchen könntest, welche Spielfigur du gerne wärst, welche wäre das? Link? Welche Videospielfigur? Larry. Würde ich spontan sagen. So, kennt wahrscheinlich eh keiner. Wie findest du die Musik von Image Dickens? Was? Von wem? Hahaha, geil. Tu mir bitte den Gefallen, wenn du weißt, welche Person das ist, sag's nicht extra, das war ein Witz. Sag's nicht, erklär bitte nicht, wer die Figur ist, das war nur ein Witz. Machst du mal... Machst du von dem neuen Larry... Gibt es ein neues Larry? Ein Let's Play. Ich wusste gar nicht, dass es davon ein Let's Play gibt. Also ein Let's Play. Ich wusste gar nicht, dass es davon einen neuen Teil gibt. Gibt es auf Steam? Mal gleich gucken. Ich habe von Larry damals nur den ersten Teil gespielt. Den zweiten wollte ich mir irgendwann mal zulegen, habe es aber irgendwie nie geschafft.
Ja, das kam vor kurzem raus. Ist das auf Steam erhältlich? Mal gucken. Wie heißt denn das? Imaginen Dragons ist eine sehr gute Band. Imagine Dragons. Wenn ihr wirklich mit... Achso, ich habe mich gerade verguckt. Entschuldigung, ich bin schon ziemlich müde. Hab gerade das irgendwie mit zwei Gs geschrieben gesehen. Dachte mir so, hä, was? Also mir sagt sie nichts. Liza Suit Larry. 30 Euro. Ne, das war wieder klar. Das gibt's wirklich auf Steam. Soll ich mal kurz nachgoogeln hier. Muss ich mir angucken, wie das Spiel aussieht. Ach was! Das ist aber nicht mehr die kleine pummelige Figur. Ich habe Larry immer gefeiert, weil er so eine kleine pummelige Figur war. Aber wenn es jetzt mehr so erwachsener Larry ist, oder wenn so mehr erwachsen aussehender Larry, war der vorher auch erwachsen. Muss ich mal gucken. Außerdem gefällt mir der Comic-Stil irgendwie nicht so. Also der Comic-Stil jetzt von dem aktuellen Larry. Der alte Comic-Stil hat mir besser gefallen. Ich schau mir das mal in aller Ruhe an. Musst du am Wochenende wieder durcharbeiten? Ich arbeite jedes Wochenende durch. Verstehe echt nicht, dass dich manche so haten. Bist doch voll korrekt. Ist eben so. Es gibt immer Menschen, die unzufrieden mit denen sind, was andere machen. Oder es gibt immer auch. Es gibt verschiedene Punkte, warum mich Leute haten. Es gibt Leute, die fühlen sich unzulänglich, wenn sie sehen, wie ich mit dem ganzen Zeug umgehe. Weil sie selber gehatet werden oder damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Ob sie jetzt selber haten oder selber gehatet werden. Und dann gibt's Leute, die anderen nichts gönnen. Mein zweifelhafter Erfolg, ich sag absichtlich zweifelhafter Erfolg auf YouTube, YouNow, meine Streams im Gaming, im YouTube-Bereich, im Livestream-Bereich hier auf YouNow oder auf Twitch oder sonst wo. Dann gibt's immer Leute, die absichtlich, oder es gibt's immer Leute, die sich daran aufgeilen, wenn andere Schmerzen haben, wenn andere beleidigt werden, wenn andere fertig gemacht werden und sich in einer Gruppe wohlfühlen. Auch diese Leute machen deswegen mit. Und dann gibt's wiederum noch Leute, die machen schlicht und ergreifend aus Geselligkeit mit. Gruppenzwang, wenn man so will. Die haben keinerlei Probleme mit mir oder mit mir als Person als solches. Es gibt aber immer die Leute, die einfach nur deswegen mitmachen, weil sie sich selber in einer Gruppe wohlfühlen. Und die denken nicht groß darüber nach, oh, könnte ich den Menschen jetzt da verletzen oder nicht. Einige von denen sind vielleicht ganz korrekt, bis auf die Tatsache halt, dass sie einfach anderen blind folgen. Das sind so die Hauptpunkte. 90% aller Hater sind doch eh nur Mitläufer. Nein, das würde ich so tatsächlich gar nicht behaupten. Ich würde sagen, Mitläufer sind tatsächlich bloß etwa 70%. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich sogar ein sehr großer Teil von den Hatern, nicht der größte, aber ein großer Teil von den Hatern
geilt sich schlicht und ergreifend daran auf, wenn andere Schmerzen haben oder wenn andere fertig gemacht werden. Hauptsache, sie sind nicht selber die Opfer. Und daran geilen sich viele auf. Ich denke, dass die meisten da, oder dass da nicht die meisten, sondern dass viele davon einfach so denken. So, erst einmal an Savage. Savage, Dankeschön für die 500 Barren und tut mir leid, dass ich den Namen immer noch falsch ausspreche. Finde ich echt unfair. Ich mag deine Videos. Es freut mich, Dankeschön. Ich würde mich auch freuen, wenn du mich weiterhin einfach so unterstützt. Abonnieren, liken und so weiter muss gar nicht unbedingt sein. Ich freue mich schon, wenn ihr immer einfach meine Videos schaut. Ich freue mich natürlich auch erst recht, wenn ihr sie liken würdet. Wenn sie euch gefallen, natürlich nur. Dieses Gehate ist einfach schrecklich. Tja. Dazu gibt es eigentlich nur einen einzigen Satz, der absolut zutrifft. Welcome to the real world. Willkommen in der realen Welt. Genau das ist es. Willkommen in der realen Welt. So läuft die Welt da draußen. Einige der Leute, die hier mitmachen bei den Hatern, sind Schüler. Leute, die selber noch zur Schule gehen. Die wissen nicht, wie die reale Welt wirklich ist. Die kriegen in der Schule kaum was wirklich davon mit, was die reale Welt wirklich bietet. Ein paar, die ältere Geschwister haben vielleicht, weil das durch die älteren Geschwister ein bisschen leichter rüberkommt als durch die Eltern. Besonders wenn zwischen den Geschwistern nur ein oder zwei Jahre liegen, dass die quasi zwei Jahre lang oder was in derselben Schule im Idealfall sogar noch waren oder generell im selben Umfeld und dann wurde einer so alt, dass er quasi aus der Schule rauskam und ist schon ein, zwei Jahre in der Arbeit oder in der realen Welt quasi angekommen und dann ist es halt so die Sache. So, kannst du Musik von mir dran machen? Nein, ich mache heute keine andere Musik als das, was läuft, habe ich doch schon gesagt. Fivel, dankeschön für die 1000 Barren, du Wahnsinniger, jetzt haut er voll raus, der Heftige. Dankeschön. Und das habe ich dir vorhin schon gesagt, Cubian. Hast du eine Idee, wie man was dagegen machen kann? Gegen Mobbing? Gegen Mobbing kannst du auf zwei Arten was machen. Ignoriere es und versuch dein Leben ganz normal weiterzuleben, was nicht immer klappt. Oder versuch dir entsprechend Freunde zu suchen oder ein Umfeld zu suchen, in dem du nicht gehatet wirst. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast. Es gibt die Möglichkeit natürlich, wenn man in einer bestimmten Situation ist, was Gehate angeht, man kann natürlich auch in die Situation übergehen, dass man vielleicht versucht, mit Hilfe anderer diese ganze Sache ein wenig zu umschiffen. Wie erkläre ich das? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So, Mjönje ist auch da. Servus, tut mir leid, dass du nicht schreiben kannst. Ich meine meine eigene Musik. Wie, meine eigene Musik? Also deine eigene Musik in dem Fall, schon klar. Nee, ich spiele nichts anderes, wie das, was gerade läuft. Beziehungsweise das, was ich gerade spiele. Beziehungsweise ich habe sogar Lust auf was anderes. Wartet mal. Du machst deine eigene Musik. Cool. Hast du eine Idee, wie man das... Hatten wir schon? Ich war damals übergewichtig in der Schule und trotzdem beliebt. Übergewicht ist nicht zwangsläufig ein Indikator dafür, dass man gemobbt wird. Nur mal so am Rande. Hab jedem Hater aufs Maul gehauen und mir Respekt verdient. Man muss nicht jemanden aufs Maul hauen, um Respekt zu bekommen. Ich mache seit fünf Jahren mit den Hatern zusammen, seit die Hater existieren und meinen Kanal entdeckt haben. Also seit die Hater meinen Kanal entdeckt haben und wissen, dass ich Videos mache und mich anfangen zu haten, mache ich Videos. Das ist jetzt 5 Jahre her. Es gibt keinen anderen YouTuber, soweit ich weiß,
der so eine Scheiße 5 Jahre lang durchgehalten hat, geschweige denn immer noch sein Ding durchzieht. Was ich teilweise ja gar nicht mehr mache. Also ich bin aber immer noch da, ich mache immer noch meine Streams, ich mache immer noch mein Gaming-Zeug und es kommt immer noch gelegentlich mal was auf meinem Hauptkanal. Und du wirst, glaube ich, außer mir kaum einen YouTuber finden. Und ich persönlich finde, allein die Tatsache, dass ich nicht aufhöre, allein die Tatsache, dass ich nicht aufgebe, ist meiner Meinung nach mehr Respekt einflößend als die Tatsache, dass ich jemanden aufs Maul hau. Ist aber nur meine bescheidene Meinung. Michaela Kulikata, dankeschön. So, die Streams mit der neuen Leitung werden so episch. Auf Juno werdet ihr davon nicht viel mitkriegen, außer du meinst den Gaming-Kanal. Auf dem Gaming-Kanal werdet ihr viel mitkriegen, denke ich. Ich stehe auf dem Musikwahl heute. Was? Achso. Seit wann magst du Hip-Hop? Och Gott, meine Fresse, Leute. Muss ich das denn jedes Mal, wenn ich Hip-Hop oder Rap oder sonst was spiele, auch immer wieder erklären? Ich höre alles an Musik. Metal ist meine bevorzugte Richtung, ja. Aber ich höre auch Schlager, ich höre Jazz. Ich liebe Soul zum Beispiel oder Jazz. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Spirale der Gewalt. Das ist das Nächste. Gut, dass du es ansprichst, TV-Mopf. Wenn du jemanden aufs Maul haust, wenn er dir auf den Sack geht oder so und du haust ihm aufs Maul, so, dann geht er zu einem anderen und lässt seine Wut, die er auf dich hat, bei einem anderen aus. Und dann entweder haut der auch wieder aufs Maul oder der haut dem anderen aufs Maul und dann kommt der und geht zum Nächsten und so weiter. Und genau das ist das, was ich versuche zu vermeiden. Deswegen versuche ich, mein Leben so zu leben, dass ich keinem aufs Maul hauen muss. Natürlich habe ich auch immer das Problem, dass ich jemandem aufs Maul hauen musste. Habe ich auch in der Vergangenheit öfter mal gemacht. Mit dem Kumpel von Affenkeks damals zum Beispiel. Aber trotzdem ist es letzten Endes falsch, jemandem aufs Maul zu hauen. Und ich habe auch absolut kein gutes Gefühl dabei, wenn ich jemanden aufs Maul hau. Vor allem, weil es bei mir meistens schlimmer ausgeht, wenn ich einmal aufs Maul hau. Aber dafür ist dein soziales Leben ziemlich eingeschränkt. Das mag sein. Aber ich fühle mich für mich selber besser. Wenn du dich besser fühlst, wenn du jemanden aufs Maul haust, bitteschön. Finde ich nicht richtig. Finde ich absolut ungeil, aber das ist deine Entscheidung und deine Sache und die geht mich nichts an. Außer du haust mir aufs Maul. Und ich hab nicht gesagt, dass ich mich nicht verteidigen werde. Wenn du mir aufs Maul hauen würdest, würde ich dir aufs Maul hauen. Aber ich würde dir nicht zuerst aufs Maul hauen, weil du mir irgendwie auf den Sack gehst. Im Normalfall nicht. Und jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder Hater, du hast aber schon so und so und so und so und so und so. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was mit den Hatern teilweise hier abgegangen ist, außer ihr wart dabei. Und die wenigsten davon waren dabei. Weil nämlich, was die Hater nie aufnehmen, ist die Situation, wenn sie eine Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden oder 5 Stunden vor meiner Tür stehen und rumschreien. Oder hier Sachen kaputt machen, Fenster einschmeißen und so weiter. Und ich dann rauskomme und ihnen aufs Maul hau. Das filmen sie nämlich nicht. So. Ich finde es richtig gut, dass du deine eigene Meinung vertrittst und dich da nicht beirren lässt. Ich bin 29. Ich habe irgendwann in meinem Leben die Entscheidung getroffen, die ich führe und die ich habe. Und ich habe nicht vor, meine Meinung zu ändern. Warum sollte ich? Zugunsten von Menschen, die mir nur Schlechtes wollen? Ich bin 29 und keine 15 mehr. Ich bin ein Erwachsener und ich vertrete meine Meinung logischerweise, weil ich finde, dass es eine erwachsene Situation ist. Oder eine erwachsene Handlung, sein Verhalten oder seine... Es ist eine erwachsene Haltung, sein Leben so zu führen, wie man es für richtig hält. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Alexa, zeig mir die Einfahrt.
Dangerous, dangerous, that girl. Dangerous, dangerous, girl. Ich bin gerade übrigens nicht im gleichen Tab, ich schaue gerade was in meinem, in einem anderen Programm. Dangerous. Ich liebe Aiken. Da machst du richtig geile Musik und hast eine richtig geile Stimme auch. So. Ich glaube, Melody. Was? Lustige Idee, ich glaube, Melody ist perfekt, was? Das ist ja ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Wenn du die 500K-Leitung hast, kannst du ja deine Überwachungskamera streamen lassen, damit man die ganze Wahrheit sieht. Nein, mache ich nicht. Ein geiles Lied. Ja, ich liebe Nelly Furtado, unglaublich geil. Vor allem dieses Lied, ich liebe diesen Song, den habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe den früher rauf und runter gehört, ganz oft. Magst du eigentlich shoppen? Also in der Stadt mit Freunden, mit Freundinnen? Habe ich noch nie gemacht. Sagen wir mal ehrlich, ich bin nicht gerade der Typ, der unauffällig in der Stadt shoppen gehen kann. Und vor YouTube und vor Juno und so weiter habe ich nie jemanden gehabt, mit dem ich das mache. Ich war, glaube ich, zweimal oder was in meinem Leben sowas Ähnliches wie shoppen. Und das war nur, weil ich da mit jemandem eh unterwegs war. Die Person wollte dann ein bisschen noch was einkaufen. Dann war ich halt mit der Person noch ein bisschen so shoppen. Weil ich dann auch noch Schuhe gebraucht habe damals. Das ist aber schon Jahre her. Das war, glaube ich, 2010 oder 9. 9 könnte das... Nee, 9 war es nicht. Wann ist denn der geboren? Warte mal. Dürfte 2010... Nee, 2009 ist er geboren. 2009 ist er geboren, genau. Und 2010 habe ich dann die... Nee, Quatsch. Doch, 2010 ist er geboren und ich habe dann 2010 auch, das war dann auch 2010, genau. Also seit 2010, das dürfte ungefähr 8 Jahre her sein. 7, 8 Jahre ist das jetzt her. So, gerne Melodie ist mit dem Ernst.
Was? Magst du eigentlich. Ach, hatten wir schon. Und war das lustig? Naja, da wir einen 6 Monate altes Kind dabei hatten, war es interessant, würde ich sagen. Ungefähr 6 Monate. 2010 hat man nicht Bubble Tea. Hat man noch Bubble Tea getrunken? Ich kenne nur Ruby Bubble tatsächlich. Das war so ein Kindersekt, den haben wir aber schon 2000. Ach, den haben wir schon 1996, 97, 98 getrunken. So Ruby Bubble Zeug. Magst du eigentlich shoppen? Hatten wir schon Gaming? Mhm. Kurz mal den Eiern gekratzt. Das war, und es ist immer nötig, dass ich das erwähne. Aha, TV-Mob hat recht. Beth? Bubble Tea kenne ich nicht, ich kenne nur Ruby Bubble. Oh, ich hab schon wieder Beppe, ey, das regt auf. So, Andreas, Dankeschön für die 50 Likes. Nicht 50 Likes, sondern 50 Barren. Bubble Tea ist ein asiatisches Getränk, Saft mit Tee und Kugeln. Was? Und Kugeln, die mit einer Art Saft Sirup gefüllt sind. Und auf der Zunge platzen. Echt? Habe ich nie getrunken, tatsächlich. Sagt mir überhaupt nichts. Wie findest du die Harry Potter Bücher? Ich finde die Hörbücher ganz geil. Wenn ich nebenbei am Zocken bin, höre ich die mal ganz gerne. War die Wahrheit noch in Ordnung? Ach, die Welt noch in Ordnung. Die Welt war 2010 nicht in Ordnung, weil 2010 ist meine Oma gestorben. Wo die Welt noch in Ordnung war, war 1992. Wo ich noch ganz, ganz klein war, da war die Welt noch in Ordnung. Wie kam ich auf 1960? War 1960 irgendwas, was ich jetzt wieder irgendwie fälschlich im Kopf hatte? Was? Mein Ball zu seiner Oma. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch schon Jahre her. Ich bin schon besoffen. Kann bitte ein Hater vorbeikommen? Oh, lass den Blödsinn. Cubesinn. Lass diesen Scheiß, glaub's mir. Das wirst du dein Leben lang bereuen. Dein Beileid bezüglich. Achso, hatten wir schon. 1961 Bau der Berliner Mauer. Okay, da war da irgendwas anderes. Was? 1960 ist die erst gebaut worden? Echt? Okay, ich dachte, die ist irgendwann 40, 50 gebaut worden. Kurz nach dem Krieg halt. Aber ich habe damit mich nie auseinandergesetzt. Nee, bitte keine Hater. Nee, wir wollen hier keine Hater haben. Das muss nicht sein. Da mache ich mir erst recht Sorgen. Lass diesen Blödsinn bitte. Benimm dich bitte bei mir im Stream anständig. Das gilt nämlich für die Hater genauso wie für meine Zuschauer. Und auch für meine Fans. Anständig verhalten bitte. Dankeschön. Leute, das werden wir hier nicht weiter ausbauen, bitte. 12-1, I don't know why, that's a little matter how hard you try. Keep my mind, it's a second one. No, I know. Ich konnte den ganzen Text mal, er ist ewig her. Mindestens 10 Jahre auch. 15 vielleicht sogar. Now I know.
Das Lied ist so gut. Linkin Park ist immer gut. 2010 haben alle noch Wii Sport, was Wii Sport auf der alten Wii gespielt. Oder Wii Fit. Hard and so far. And the end, and definitely another. I'm gonna lose it all. And the end, and definitely another. I don't know why, a destiny and I'm gonna hard to try. Deeper than mine, the sound of mine is gone. Not so hard. Und die Wii war so neu. 2010 war doch die Wii nicht neu. Die Wii kam 2006 oder 2007 raus. 2007, glaube ich, kam sie raus. Am 19. November 2006 kam sie raus. Ich denke mir gerade, was willst du 2010 bitte mit Wii Sports? 2010 kam doch schon die Wii U raus, oder? Ne, das kam 2012. 2012 kam die, glaube ich, raus. Far as I can go. Aus dem Pausenhof konnte man nur mit Xbox 360, PS3 oder Wii angeben. Ja, also, mit der Wii konnte ich nicht angeben, da war ich schon aus der Schule. So far to lose it all. Bei uns war das noch N64, Super Nintendo, ein paar ganz wenige, und das war richtig krass, da haben die richtig Applaus für geerntet, und ich meine das wirklich nicht im negativen Sinne. Einige wenige konnten sogar noch mit einer Sega angeben. Oh, das war so geil, die alte Sega, ohne Scheiß. Warum machst du eigentlich keinen Sport? Ich meine, Zeit hast du bestimmt eine Stunde am Tag. No hate. Wenn du wüsstest, wie mein Tag geplant ist. Ich habe 4 Stunden weniger für den Schlaf eingeplant, damit ich mein Zeug schaffe. Und der Cheeseburger bei Maggis hat noch 1 Euro gekostet. Boah, kein Plan. Aber ich habe Maggis nie gegessen. Ich mag kein Maggis. Ich mag generell kein Fastfood eigentlich. Das Einzige, was ich Fastfood-technisch esse, ist tatsächlich Subway. Aber auch das hatten wir schon oft im Stream als Thema. So, Leute, letztes Lied. I don't know. Ich habe noch ein Date. So, Lagged. Was ist Lagged? Das ist das letzte Lied. So. Früher war auch die Musik besser. Ja, es kommt auch früher an, wann du meinst früher. Meinst du früher vor 10 Jahren? Meinst du früher vor 20 Jahren? Vor 30 Jahren? Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich kann bei auch ohne Probleme 30 Jahre sagen. Ach Mann. An meinem Geburtstag würde ich sagen, heute vor 30 Jahren ist die Welt erschüttert worden. Als ich in die Welt gepurzelt bin, ist sie ein ganzes Stück abgesackt. Von meiner geistigen Stärke natürlich. Sarkasmus! So, 70er, 90er. Ja, das war eine geile Zeit. So, Anfang der 2000er war es dann echt irgendwie beschissen. Das stimmt allerdings. Was stimmt?
Dass die Welt abgesackt ist, als ich in die Welt gepurzelt bin. Na, vielen Dank. Hau rein, schönen Abend noch. Jo. Na, noch sind wir ja nicht fertig, ne? Das Lied dauert schon noch ein paar Minuten. Oder die beste Zeit in der 90er. Ja, 89 bin ich geboren. So, ja, du Arsch. Oh, Alter. Ich sagte, du sollst dich benehmen. Normalerweise würdest du für die Aussage fliegen. Ich auch. Okay. Ich liebe das Lied. Das Lied ist schön, ja. Michael, vielen Dank. Ameno. Schokorolle, dir hat es doch so gut gefallen, oder? Eigentlich, ne, müsste ich ein bisschen aufräumen. Der Witz daran ist, es wäre eigentlich gar nicht so sonderlich schwer aufzuräumen. Es ist eigentlich bloß ein bisschen Müll in die Tüte packen, mal kurz durchsaugen und dann wäre der Tag schon erledigt, aber irgendwie bin ich zu faul. So Leute, das Lied ist vorbei und damit auch der Stream. Ich bedanke mich jetzt bei euch nochmal herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wartet am Sonntag auf, falls wir uns nicht mehr vorher sehen, wartet am Sonntag um 12 Uhr soll es freigeschaltet werden. Ich hoffe, ich mache es richtig und pünktlich. Um 12 Uhr soll es freigeschaltet werden, mein Abo-Special. Und ja, dann sollte eigentlich auch alles hinhauen. So. Kürbsen muss ich mal ein bisschen im Blick behalten, glaube ich. Ciao. So, Nebo, danke schön nochmal für 50 Likes und dann würde ich nochmal Danke sagen und haut rein. Wünsche noch einen schönen Abend, macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande und vor allem hatet niemanden. Danke für eure Unterstützung, ihr seid die Besten.